Mein Kind ist an Krebs erkrankt. Mit dieser Diagnose bricht für viele Eltern die Welt von heute auf morgen zusammen. Dieser Schockzustand ist geprägt von massiven Gefühlen der Angst und der Ohnmacht. Es fühlt sich so an, als ob man den Boden unter den Füßen verlieren oder sich in einem bösen Traum befinden würde. In dieser Krisensituation können wir auf unserer Station Patienten und deren Familien dauerhaft zur Seite stehen und auch ganz praktische Informationen vermitteln. In diesem Film erfahren Sie, wie unsere persönliche Betreuung der ganzen Familie Halt geben kann. Für die betroffenen Eltern und ihre Kinder ist es hilfreich, wenn sie über die Krankheit, ihre Behandlung und die Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Ein offener Umgang fördert die Beziehung und das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen zu ihren Bezugspersonen. Die jungen Patienten spüren natürlich, ob Eltern und Ärzte ihnen gegenüber ehrlich sind. Erst aufgeklärte Patienten können Eigenverantwortung im Behandlungsprozess übernehmen und aktiv mitwirken. Das Thema Aufklärung ist für mich besonders wichtig, da ich mit meiner Tochter mit der Erkrankung hier reingekommen bin als Laie ins Krankenhaus. Man kennt die Krankheit nicht und die Aufklärung gibt einem die Sicherheit, mit der Krankheit umzugehen und sie zu akzeptieren. Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, braucht es Halt und Geborgenheit von der ganzen Familie. Patienten und deren Angehörige haben oft das Gefühl, dass sie funktionieren müssten. Das ist sehr verständlich. Um die Krankheit nicht nur durchzustehen, sondern auch gut verarbeiten zu können, ist es hilfreich, wenn Eltern und ihre Kinder auch Gefühle wie Trauer und Angst zulassen. Dabei helfen wir mit psychologischer Unterstützung. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das begriffen habe, dass ich auch für mich selber sorgen muss, damit ich für mein Kind da sein kann. Ich habe zuerst gedacht, ich würde das alles selbst schaffen, den Spagat zwischen Berufstätigkeit, Familie und Partnerschaft und eben der Ausnahmesituation mit dem kranken Kind, und musste dann aber feststellen, dass es doch wichtig ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Für mich war es halt immer so danach, dass ich mich dann schon besser gefühlt habe, auch wenn ich mir das vorher halt nicht eingestanden hätte, wahrscheinlich, dass ich das Gespräch gebraucht hätte. Das tut einem schon einfach gut. Unter dem Schicksalsschlag einer Krebserkrankung leidet die ganze Familie. Deshalb richtet sich unser therapeutisches Beratungsangebot an alle Familienmitglieder. Vor allem Geschwisterkinder können gravierend unter der Situation leiden. Auch Ihre Bedürfnisse müssen wahrgenommen werden. Deshalb erhalten Sie unterschiedliche Angebote in Zusammenarbeit mit der Elterninitiative Krebskranker Kinder Erlangen. Aber auch die Eltern erhalten von uns Tipps, wie sie mit der Gesamtsituation umgehen und wie sie sensibel auf die Sorgen und Nöte der Geschwisterkinder eingehen können. Wenn Betroffene erst einmal nach dem Motto Augen zu und durch funktionieren wollen, ist das nur allzu verständlich. Doch die aktive Teilnahme an einer psychologischen Begleitung ist für alle Familienmitglieder gesünder. Wer während der Therapie auch belastende Gefühle zulässt, kann die Krise oftmals besser bewältigen.